Wart ihr auch bei der Regenbogenparade? Denn ich war dort und habe es gefilmt. Viel Spaß beim Reinschauen. Wir sind heute auf der 27. Regenbogenparade. Also, wie Clara schon vorhin erwähnt hat, sind wir hier bei der Regenbogenparade. 27. Es ist mega tolle Laune, es sind super viele Leute, super schönes Wetter. Viel Musik. Und was erwartet uns heute noch, Clara? Was sehen die Zuschauer heute noch? Naja, Interviews, noch andere Interviews, viele Drag Queens hoffentlich, haben schon ein paar interviewt. Buntheit, Kreativität, Vielfalt, alles vom Feinsten, die Creme de la Creme. Und wir fragen die Leute, wie sie sonst außerhalb von der Pride auch die LGBTQ+-Community unterstützen. Seid gespannt und bleibt dran! Okay, wie alt seid ihr? 15. 17. Okay, seid ihr zum allerersten Mal auf einer Pride? Ja. Nein, ich bin zum zweiten Mal auf der Pride. Okay. Wie findest du es dafür, dass es dein erstes Mal hier ist? Cool, es gefällt mir voll, wie alle angezogen sind und die ganzen Flaggen und alles. Ich finde das echt cool. Fürs zweite Mal Pride, ich war letztes Jahr das erste Mal, da gab es die ganzen Waggons und so nicht. Und es ist urviel geiler jetzt mit den ganzen Musik und den ganzen Tanzen und so. Also diesmal ist es auf jeden Fall viel besser. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, einmal hinzukommen. Definitely, ist urgeil. Hallo, ja, wie gefällt es euch heute auf der Parade? Sehr geil, sehr heiß. Ja? Zu heiß. Warst du letztes Jahr da? Ja. Bitte? Warst du letztes Jahr da? Ja, wir waren letztes Jahr da. Letztes Jahr war alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen kleiner, aber war auch schön. Zum ersten Mal auf einer Pride? Nein, ich bin hier zum zweiten Mal. Der erste war hier. Vor dem Lockdown? Ja, der Europride war hier. Okay. Also in 2019, ich denke, es war. Also. Und was bedeutet es für dich, auf der Pride zu sein? Zum Beispiel bei uns in der Slowakei gibt es so großes Pride nicht. Und bei uns ist es immer wie eine Revolution, etwas, wo wir vielleicht ein bisschen Angst haben, dort zu sein, weil dort auch die Polizei sein muss und muss uns schützen. Und hier ist es wirklich viel sicherer. Viel sicher und wir können uns amüsieren mit den Freunden. Und, macht mehr Spaß. Ja, es ist mehr Spaß und dort ist es immer noch like kämpfen. Bei uns ist es immer noch like Kampf für unsere Rechte. Also. Und wie unterstützt du die LGBTQ+-Community außerhalb der Pride? Durch Mundpropaganda und Sichtbarkeit. Findest du, hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten was verändert? Ja, es wird besser. Es wird langsam besser. Und was könnte noch verbessert werden? Ja, es müsste schneller gehen. Die ganze Gleichstellung und alles. Ist das seine erste Parade? Ja, ist seine erste Parade. Wie ist es bis jetzt für euch? Alles cool, ja? It's a good day? It's a good day? Yeah. Was bedeutet für euch die Pride? Naja, einerseits ist es natürlich eine Demonstration für die Rechte von LGBTQ, andererseits ist es für mich auch einfach nur ein Event, was ich mache, so zum Spaß und so. Weil ich halt einfach es geil finde, hier rum zu tanzen und halt die Musik zu hören, die Leute zu sehen, wie die verkleidet sind teilweise und die Musik zu hören, so Zeug halt. Für mich bedeutet das einfach nur Freiheit, weil sich jeder hier so zeigen kann, wie er ist und halt dadurch auch viel mehr Spaß haben kann als sonst. Der Truck der Wiener Jugendzentren war ungefähr bei der Börse, dort haben wir gestartet, sind an der Uni Wien, am Rathausplatz, am Parlament schon vorbei und jetzt befinden wir uns hier bei der Oper. Wie gefällt es dir bisher, Hanna?
Ja, also ich finde es echt super, die Stimmung ist echt ein Wahnsinn und wir tanzen alle herum und es ist echt super happy Stimmung hier. Und du hast ja auch schon andere Trucks angeschaut, oder? Ja, genau, also es ist Wahnsinn, wie viele Trucks auch da sind und jeder hat die gleiche Stimmung und gleiche Botschaft und es ist wirklich cool hier. Hallo, wie alt seid ihr? 21. 19. Aus welchem Grund seid ihr heute auf der Pride? Spaß, demonstrieren, einfach einen guten Nachmittag verbringen. Ja, eben einfach, um quasi das Ganze zu unterstützen, um eben einen Punkt zu setzen einfach und aus Spaß, wir Freude. Hätten mehr Rechte. Ja. Habt ihr in eurem Umfeld mehrere Personen aus der LGBTQ+-Community? Meine Freundin, ihr Freund, ihr anderer Partner, einige andere Freunde, also sind schon ein paar, ja. Ja, ich habe auch einen Haufen eigentlich. Also meistens sind die bisexuell oder einfach normal gay, aber ja, prinzipiell schon einige. Unterstützt ihr die LGBT+-Community auch außerhalb der Pride? Unterstützen an sich ja. Und wie? Naja, zum Beispiel, wenn ich so Leute sehe, die halt zur LGBTQ gehören, aber halt sich nicht wohlfühlen oder zum Beispiel irgendwie gemein behandelt werden von anderen, dann versuche ich denen zu helfen zum Beispiel. Ich setze mich auch für LGBTQ ein, aber jetzt nicht irgendwie in irgendeiner direkten Weise, sondern einfach nur mit meiner politischen Meinung und ich trage die auch offen aus. Also wenn mich jemand fragt oder wenn ich jemanden sehe, der irgendwie anti-LGBTQ ist oder irgendwelche eben solche Denkensweisen hat, dann versuche ich die Leute, mit den Leuten zu reden und halt die zu konfrontieren darüber. Was und du so denn machst,